Also, ich habe Instagram durch ein paar Freunde entdeckt. Die haben mir gesagt, das ist halt so ein neues soziales Netzwerk. Damals war es relativ neu. Und ja, das war eigentlich ganz cool. Ist halt sehr simpel und einfach. Also man kann halt sehr schnell und einfach Bilder hochladen. Ich habe nicht durch Wein angefangen, aber ich habe halt vieles aus Amerika gesehen. Also diese Weinstars, sage ich jetzt mal. Und ja, und auf Instagram kann man halt zum Glück ein bisschen länger als auf Wein aufnehmen. Wein ist ungefähr 6, 7 Sekunden und auf Instagram sind es 15 Sekunden. Und ja, also das reicht eigentlich schon, um halt die Message über das Video den Leuten. Und ja, macht halt Spaß. So diese 15 Sekunden sind in Ordnung eigentlich. Nein, also eigentlich gar nicht. Ich hatte das einfach nur so erstellt, um halt ein paar Bilder zu posten und so. Ja, und dann habe ich halt aus Spaß mal ein Video aufgenommen, weil ich habe halt oft gesehen, wie Pärchen Videos aufnehmen, wie sie halt zusammen sind. Da habe ich mir gedacht, mache ich mal aus Spaß so ein Video mit meiner Hantel. Ja, und dann irgendwie fanden das meine ganzen Freunde damals halt richtig cool. Die haben gesagt, mach weiter so. Und dann habe ich immer mehr gemacht und da kamen halt immer mehr unbekannte Leute, die ich nicht kannte. Und ja, dann wurde es halt immer irgendwie größer. Nee, das kam alles nachher. Also Instagram war halt so der Anfang vom Ganzen. Auf jeden Fall total verändert. Ich studiere noch natürlich, aber es ist ein komplett anderes Gefühl. Man wird ständig erkannt draußen, egal wo man ist. Und man hat auch überall also Anfragen, egal in welchen Bereichen. Und es ist halt komplett anders jetzt geworden. Wichtig ist, dass man halt sich von der Masse abhebt. Also man muss halt ein bisschen besonders sein, weil sonst ist man halt nicht interessant für die Leute. Und vor allem die Qualität muss auch stimmen, finde ich, auf Instagram, weil Instagram hatte erst damit angefangen, nur Bilder zu präsentieren. Die Videofunktion kam halt erst später. Und deswegen ist auch wichtig halt, dass die Bilder vor allem qualitativ hochwertig sind, damit man halt auch immer ein schönes Bild den Leuten zeigen kann, was viele Likes dann eventuell bringen könnte. Instagram ist simpel und leicht zu bedienen für alt, jung. Es geht ganz einfach. Man lädt einfach ein Bild hoch, man bekommt von den Leuten, die man abonniert, die neuesten Sachen mit. Das ist halt vielleicht ein Vorteil gegenüber anderen sozialen Netzwerken. Ich habe keinen Twitter-Account. Auf Facebook ist es dann halt wieder etwas privater. Auf Instagram ist es halt, das ist so ein besonderer Lifestyle, so den man dort halt im Internet dann halt für sich hat. Ich werde auf jeden Fall noch weiter Videos drehen, so wie ich begonnen hatte, also mit Instagram diese Kurzvideos, weil die mir in erster Linie wirklich Spaß machen. Nur möchte ich mich halt jetzt ein bisschen mehr auf YouTube fokussieren, weil dort das Ganze eine viel größere Reichweite bekommt als auf Instagram. Aber des Weiteren werde ich mit Instagram halt noch Videos drehen, versuchen Videos zu drehen, Kurzvideos, um halt auch dort die Leute zu unterhalten. Ja, ich glaube schon, weil das war ja bei mir genauso. Ich hatte ja auch vorher gar nichts und ich hatte auch gar keine Planung oder Idee oder so eine Absicht. Und durch Instagram kann man halt auch viele Nutzer auf seinen YouTube-Account weiterlenken, ein bisschen Promotion zu machen für die anderen sozialen Netzwerke, die man dann halt noch führt. Ich spreche halt kaum politische Themen an oder so ähnlich Themen, die in diese Richtung gehen, weil es auch oft passieren kann, dass halt dann sich die Community untereinander halt streiten und das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Die sollen sich halt lieber wie eine Familie, sag ich jetzt mal, fühlen untereinander. Es gibt auch viele Fans zum Beispiel, die das halt auch verbindet. Die lernen sich halt auch kennen durch die Seite, die wir die führen und dann lernen die Leute kennen und ja, das finde ich halt super.